So, Freunde, ein Jahr nachdem das Blockhaus von Nash ja auf den Markt kam, habe ich nun mein Fazit getroffen. Und ja, ich fand das Zelt so überragend. Es hat mich weder bei Sturm noch Starkregen oder sonstiges im Stich gelassen. Deswegen habe ich jetzt das Nachfolgemodell mir geholt. Ich hatte damals ja angemerkt, dass das schön wäre, wenn man dort auch bei Regen ein bisschen Licht reinbekommt. Und nun, ob es an mir lag oder an vielen Kundenwünschen, dass dies ein Mangel ist. Nun, auf jeden Fall hat Nash bei der letzten Trade Show das Blockhaus Modell 2 rausgebracht mit einer total überarbeiteten Front. Und da man dazu ja nirgends irgendwelche Bilder weder von Nash noch sonst wo findet, habe ich gedacht, dann werde ich euch das mal zeigen. Der Aufbau ist wie bei dem Vorgängermodell recht einfach und recht schnell. Ich empfehle trotzdem entgegen der Anleitung beim Aufbau die Bodenplane mit auszulegen. Da ansonsten, wenn man dann doch mal einen spitzen Stein oder sonstiges hat, das eingebaute Vaporschild Schaden nehmen kann. Und zum anderen, es schadet ja nicht. Ne? Man hat dann keinen Schmutz an der Decke und. Deswegen, ich baue immer mit der Bodenplane oder auf der Bodenplane auf und dann danach wird sie eingeklettet. Ja, und wenn aufgebaut, haben wir hier schon die erste Türoption. Es ist quasi eine unabhängige, ein kurzes Überdach mit eingenäht worden, welches man dann schon mal spannen kann. Und die ganze Front ist geschlossen. Ich benutze nicht das Original Door Kit von Nash, da mir das A zu schwer und zu unflexibel ist. Ich habe mir aus dem Campingbereich solche Frontstützen geholt, die teleskopierbar sind. Quasi. Und so kann man dann auch mal den Winkel des Vordaches quasi anpassen und ein bisschen abwinkeln, so dass Regen nach vorne ablaufen kann und. Das ist quasi die erste Türoption. Zweite Türoption wäre quasi dieses Vordach. Und dann kann man sich entscheiden, ob man das Originalvordach behalten möchte. Oder man nimmt quasi die längere Variante, die Übertür, so dass man dann quasi das Mesh hat. Das ist quasi die Mesh-Tür. Hier kann man dann quasi im Sommer, wenn es dann nicht regnet, quasi den Mückenschutz haben und bekommt natürlich dann dementsprechend auch die Frischluft. Auch die Seiten, das muss man nochmal erwähnen, sind links, rechts und hinten mit einem großen Mesh-Fenster versehen, dass, wenn es so richtig warm wird, man auf Durchzug schalten kann. Ich werde jetzt die Tür hier quasi wieder schließen und dann zur nächsten Türoption kommen. So, die, ja, ich sag mal, vorletzte Türoption wäre dann quasi das Klarsichtfenster. So, dass, wenn es regnet, man eben halt trotzdem im Zelt sitzen kann, im Blockhaus, und ein bisschen Licht hat. Man hat jetzt die Option, die große Tür als Vorzelt zu nutzen. Oder eben halt auch diese kann man aufrollen und hat dann quasi, ja, kein Vordach und nur das Klarsichtfenster. Ja, auch drinnen im Blockhaus hat sich nichts geändert. Ach so, die letzte Option wäre natürlich gar keine Tür und alles aufgerollt. Das geht auch. Drinnen im Zelt hat sich nichts geändert. Die Bodenplane würde jetzt wieder rundherum mit ihrem Klettband aufgeklettet werden. Hier
ja, tätig empfehlen. Sollte es mal irgendwo ein Camo Modell 3 geben, dass man den Plüschteil vom Klett an die Bodenplane macht und den Hakenteil hier, wo das Plüschteil ist, vor dem Hintergrund. Wenn man die Bodenplane auslegt, sammelt sich doch in den Häkchen immer recht viel Schmutz, welcher dann mühselig ausgebürstet werden muss. Ja, ich angel eben halt auch an Stellen, die nicht den englischen Angelplätzen entsprechen. Und da hat man eben halt ganz schnell mal den Klett verdreckt. Von daher würde man das umgekehrt machen, dann hätte man dieses Problem in dem Maße nicht. Ja, hier das eingehakte Vaporshield. Dieses kann man über die kleinen Häkchen hier auch aushaken. Komplett, so dass man nur das Dach hat. Und wie dann im Video, wie im Produkt auch erwähnt, hier der Haken zum Anhängen von Lämpchen oder Co. Ich bin mit meinen 1,83 quasi nicht sehr groß, kann ganz bequem hier im Blockhaus auch stehen. Ja, das soll's gewesen sein. Der Regen war so nicht geplant. Eigentlich wollte ich das Zelt wieder einbauen, zusammenpacken, um dann in Eigenarbeit, wie bei dem Vorgängermodell auch schon, habe ich mir für die Klarsicht oder für die Meshfenster habe ich mir von außen Klett angenäht und mein eigenes Klarsichtfenster gebaut, so dass ich eben halt auch draußen rausgucken kann aus den Seiten, wenn es dann doch mal regnen sollte. Zu den Abmessungen. Das Zelt ist nur geringfügig schwerer als das Vorgängermodell. Ansonsten die Rahmenmaße sind gleich geblieben. Die Zeit, die man benötigt, um das Zelt aufzubauen, ist ebenso wie bei dem Vorgängermodell kurz über 4,5 Minuten. Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Ich hoffe, euch damit den kleinen Einblick in die neue Front von dem neuen Blockhaus Modell 2022 gegeben zu haben. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja doch ein Modell 3 irgendwann. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und tschüss!